Peng, Servus und Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind zurück in Train Sim World 3 und fahren heute mal im Szenario die Baureihe 185 von Railpool auf der Taranta-Rampe. Im Szenario Doppeltraktion, Schwierigkeitsgrad Mittel. Oh, 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 oh. Das heißt schon für Checo, keine Ahnung, ob wir da wirklich durchkommen. Wir steigen direkt ein und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. So, willkommen in Dresden-Altstadt, Güterbahnhof. Das Wetter ist schlecht, daher müssen wir auf dem Weg nach Freiberg vorsichtig sein und eine zweite Lokomotive anhängen. Okay, es regnet. Langer Güterzug, Schwierigkeitsgrad mittel. Scheint so, wenn wir über die Taranta-Rampe wollen, dass es hier um Traktionsprobleme auf der Strecke geht hinsichtlich nasser Gleise, langer Güterzug, oder? Das wäre mal meine Interpretation dazu. So schaut die Lackgebung der Railpool aus. Finde ich mal sehr, sehr nice im Real Life, wie aber auch hier in-game in Train Sim World 3 oder in Transport Fever 2. Das hat schon alles was. Super cool. Wir erheben uns mal und halten den Batteriesteuerschalter gedrückt und schwingen uns wieder auf den Hocker. Dann den Richtungswender stecken und auf Neutral. Und im Anschluss warten wir, dass sich der Bremsdruck erhöht. Und in der Zeit aktivieren wir die SIFA und wir aktivieren die PZB, LZB. Ich bin gespannt. Ich werde mal besser. Nichtsdestotrotz bleibt es mordsmäßig schlecht mit mir noch. Zwangsbremsen fast garantiert. Und ich blende euch mal ein, mein neues Hilfsbladel, was ich auf dem zweiten Bildschirm geöffnet habe. Ihr seht es hier für die BZB-Modis und auch den Ergänzungszettel und auch die Tastenbelegung. Ich bleibe halt einfach ein Train Sim World 3 Legastheniker. Es ist so und es wird auch nicht besser. Müssen wir durch. Dafür halt entsprechend dieser Wisch, dass ich halbwegs klarkomme. Wobei denn im Eifer des Gefechts während der Fahrt kann ich da auch raufschauen und finde gar nicht mehr so schnell die Infos, die ich brauche, wenn ich welche brauche. Also ist auch nicht mal alles so einfach. Stromabnehmer heben und den Hauptschalter schließen. Was ist noch zu tun? Dann noch die Spitzensignale auf reduziert. Nochmal vom Hocker hoch und die Federspeicherbremse lösen, denke ich. Und dann wieder reinhämmern. Richtungswender auf vorwärts. Bremse lösen. Leistung ein bisschen rein. Mal so 14%. Dann befreien wir uns. Dann Befehl. Und dann müssen wir noch wachsam drücken, oder? Habe ich jetzt alles richtig gemacht? Das ist immer so. Achso, und wir drücken noch V, um den Scheibenwischer im unregelmäßigen Intervall zu bestätigen, aktivieren. Und ich muss gestehen, ich habe das Ding eben gerade nochmal neu angefangen, einfach weil zum Anfang ich gleich eine Zwangse kassiert habe. Dahingehend, dass hier irgendwo ein Magnet sitzt, den ich wieder so nicht wahrgenommen habe. Hier irgendwo. Ich sehe den nicht mal. Hier. Wie kann ich den denn entdecken? Jetzt. Bleiben Sie unter 45? Ja, wir bleiben unter 25, so ist es. Ich verstehe nicht, wie ich den hätte sehen können. Ich meine, jetzt wusste ich es, weil ich das Game gerade nochmal gestartet habe. Aber, ja, wieder mein volles Unverständnis, ich schnall's nicht. Woher weiß ich, dass da ein 500-Hertz-Magnet kommt? Hätte ich es jetzt nicht neu gestartet, ich kann mich da nur wiederholen, dann hätte ich es nicht gewusst und jetzt nochmal die Zwangse kassiert. So, hier werden wir nochmal zum Halten kommen wohl. Wir rauschen ein bisschen drüber weg. Und kontaktieren Sie den Fahrdienstleister, um Zugang zum nächsten Signalblock zu erhalten. Check. Hier, oder? Hallöchen. Und er gibt frei. So, hier müssen wir auch mit Befehl durch, ne? So, Leistung. Prozent reicht allemal. Dann Befehl. Zugbeeinflussung. So sind wir durch, oder? Und wir dürfen. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt fahren dürfen. Auch das wieder großes Fragezeichen. Warum darf ich jetzt schon wieder mit 45 weiter? Na egal.
So, Dresden Hauptbahnhof da vorne. Sehr, sehr schöner Bahnhof. Gefällt mir ungemein. Und ich schieb schon wieder Optik nach dem Motto, dass ich nicht schnall, ob ich hier irgendwo einen Magneten sehe. Weil ich halt nicht verstehe, wie ich die Dinger frühzeitig lesen kann. So, und da vorne ist ebenfalls ein Raypool, ebenfalls 185, gell? Jene, wo wir jetzt hier ankoppeln werden. Bisschen schnell. Naja. War saugend, oder? Wir erheben uns mal aus dem Sitz. Öffnen die Türe. Einfach auch aufs Gleis, ist auch doof. Nicht cool. Kuppeln mal an. Fertig. Gute Arbeit. Wechseln Sie nun den Führerstand. Ja, dafür müssen wir erstmal hier nochmal rein. Und ich glaube, wir müssen erstmal so stellen Sie die Zugbremse auf Lösen und den auf Normal. Ja, ich sage euch, Freunde, gut, dass dieses Tutorial immer noch mit am Start ist. Sonst würde ich das nicht unbedingt alles so einfach easy gebacken kriegen. Hier komme ich eigentlich nicht durch. Warum auch immer, geht nicht auf, aber denn, nee, wir gehen zur anderen Seite. Wir gehen zur anderen Seite, hier kann uns nichts passieren. Zack, ist das so korrekt mit der Beleuchtung? Weiß nicht. So, hereinspaziert, hingesetzt und Richtungswender stecken auf neutral. Dann reduziert, gelle. Und Moment, bevor wir den noch vorwärts machen, steigen wir nochmal aus und aktivieren die AFB. AFB, genau. AFB, AFB. Ich hoffe, das klappt. Richtungswender. Vielleicht schieße ich mir auch ein Ei, wenn ich jetzt probieren will, mit der AFB zu fahren hier. Auf der Taranta-Rampe. Stellen die Zugbremse auf Lösen. Aber vielleicht auch nicht. Ja, erhöhen Sie die Leistung. Wir schieben die AFB mal auf 60 km/h. Und dann erhöhen wir die Leistung. Und jetzt muss ich gerade mal gucken. Eigentlich habe ich alles, was wir brauchen, oder? Scheibenwischer. Unregelmäßig. Leistung nochmal ein bisschen höher. Was ist denn hier los? So, kurz nach vorne. Zip, langer Güterzug, okay. Krass. So schaut der aus. Wieso ist unsere Beleuchtung noch nicht an? Zugbeeinflussung. Huh. Warum ist die nicht an? Habe ich irgendwas verpasst? Jetzt komme ich hier hinten nicht ran. Wir schalten die SIFA mal kurz aus. Sonst wüsste ich nicht, ob ich hier hochkomme. Stehen mal kurz auf. Signalleuchten, Spitzensignale, Schlusslicht, nicht. Warn, warn, nicht verwendet, nur Spitzensignale. So. Nochmal rein. Hier gucken. SIFA wieder an. Schon mal gedrückt. Erwartet werden 40. Wir sind viel zu schnell. Puh. Ach so, und wie kriege ich denn die SIFA wieder rein? Das ist auch meine nächste Frage. Indem ich den auf neutral mache, dann die SIFA
runter nehmen. Wieder hoch mach, oder? Und jetzt die Leistung wieder reinleg. Ah, verdammt. Türfreigabe. 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 Habe ich ihm übrigens SIFA oder AFB gesagt? Weiß wieder keiner. Aber ich krieg die AFB nicht aktiviert. Ich mache ja auch voll den Quatsch hier. Wir müssen nochmal probieren. So. Jetzt die AFB rein. Leistung hoch. Tja, pardon, Freunde. Wie es manchmal so ist. Ist die AFB jetzt on oder nicht? Die müsste on sein, oder? Also, wir gucken mal von draußen. SIFA gedrückt, gar keine Frage. Light ist jetzt auch on. Sehr gut. Nee, ist nicht an. Und warum sind wir schon wieder am Ende des Zuges? Rätsel über Rätsel hier. SIFA gedrückt. Stattdessen screenshotten wieder mal ein bisschen. 55 Thumbnail. Und wir können die AFB auf 70 km/h hochschieben und dann in Kürze auch auf 80. Erhöhen die Leistung mal ein bisschen nach. Heller Lichtstrahlanzeiger. Was ist denn, wenn ich das mache? SIFA. Ich verstehe nicht, warum wir keine Spitzenbeleuchtung anhaben. Hier ist so an. Hier ist gar nichts an. Oh, so, und wir haben Traktionsprobleme. Herrlich, es läuft mit mir. Leistung raus, Leistung raus. Draußen schlägt's Funken und wir quatschen hier rum, gelle? Naja. So, 50%. Warum auch immer, ich habe noch kein gutes Gefühl, dass ich hier wirklich durchkomme. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Zugdurchfahrt. Ja, die AFB funktioniert auch nicht. Na gut, dann nehmen wir die raus. So rum geht die, aber warum schießt die übers Ziel hinaus? Warum reagiert die nicht auf die Maximalgeschwindigkeit? Die haben wir bei 70 eingestellt. Okay, auch das, da war ich wieder zu vorsichtig. Tatsächlich um 1 km/h überschritten. Darf wohl so sein, muss wohl so sein, ist wohl so. Heieieiei. So, wir erhöhen die mal wieder auf 80. 28 Kilometer bis Freiberg. Ja, servus. Und wir können weiter erhöhen auf 100 km/h. Wir sind im PZB-Modus M und Maximalgeschwindigkeit wären bei uns 125 erlaubte km/h.
fahren. Sie fahren. So, ich mach nochmal was hier. Jetzt gucken wir mal wieder. Auf 100 km/h sind wir eingestellt. Was macht die AFB? Okay, die regelt sich jetzt. Jetzt sind wir wieder schneller. Also Freunde, ich begreif's nicht. Oder ist die einfach träge? Kann es sein? Aber irgendwie kann es doch nicht sein, oder? So, wir können hoch bis 120. Legen die Leistung mal auf 80% an und dann müssen wir dann 2,5 Kilometer wieder runter. Mal ein bisschen Soundkulisse hier. Oh oh. Wir nehmen mal die Dinge jetzt schon runter hier. Okay, scheint zu funktionieren. Krass, krass. Maximale Anspannung, obwohl eigentlich gar nichts ist. So, Traktionsprobleme ein bisschen. Wir sollten die Leistung runternehmen, oder? Irgendwie gefühlt zu viel. 50%. Dann nochmal der Blick von außen. So, und mich wundert weiterhin, dass wir keine Beleuchtung haben. Haben wir jetzt? Das wäre natürlich ein Knaller, wenn wir es jetzt haben. So, ich habe gar nicht mitbekommen, dass wir schon wieder Gas geben dürfen, aber ich habe jetzt mitbekommen, dass wir in Kürze wieder weiter runter reduzieren müssen, die Geschwindigkeit auf 90 km/h. Von daher leiten wir das schon mal ein. Ist ja jetzt nicht unbedingt das Problem. Und im Anschluss daran checken wir jetzt nochmal. Jetzt! Okay, jetzt brauche ich noch ein Thumbnail. Aber erst, wenn wir in Kurvenfahrt sind. Regnet es eigentlich noch? Es tröpfelt noch, gell? 90 km/h ist gebongt. Es läuft wie ein Länderspiel bisher. Ich bin begeistert von mir. Haben wir schon eine Zwangse hinter uns? Nee, ne? Oh, Wasser. Zugbeeinflussung. Oh nein.
Okay, nehmen wir alles raus. Das kriegen wir jetzt sowieso nicht mehr hin, oder? Aber ich habe es wieder nicht geschnallt, warum, wieso. Schade, schade. Und ich frage, ich sag's gerade noch. Türfreigabe. So. Türfreigabe. Türfreigabe. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So, Leistung rein, 25%. Dann gucken wir mal, dass wir wieder auf Fahrt kommen hier. 45 km/h erlaubt. Das darf uns natürlich auf steigendem Gleis nicht zwingend passieren, gell? Sollte ich mal Sand streuen? Mal schon proaktiv agieren, statt immer erst dann, wenn es schon Probleme gibt. So, und damit können wir eigentlich los. Maximal überfordert. Obwohl nicht mal was ist. Legastheniker. Der Jacko. Leistung passt. 60%, denke ich, ist legitim und gerechtfertigt. Sind gerade jetzt in die Steigung reingefahren. Müssen wir gucken, dass wir nicht nochmal zum Stehen kommen. Und dass wir hier keine Traktionsprobleme bekommen. Schön, oder? I like. So, muss man mal gucken, dass man ein schönes Bild schafft, wo das mit den Lichtverhältnissen gut passt. Nicht, dass zu viel Schatten drauf ist. Habe ich alles vom Ibis gelernt. Von daher einige Thumbnails mehr. Dann wird schon Richtiges dabei sein. Und die AFB macht mich hier echt schwach. Verstehe ich gerade nicht so alles, wie die hier agiert. Sonst ist die immer punktgenau in einer Geschwindigkeit tatsächlich. Und dass die auch nachlässt, wenn wir es reduzieren, obwohl wir nicht unter die eigentlich derzeit fahrende Geschwindigkeit reduzieren, wundert mich auch. 19 Kilometer noch. Ist noch ein Stück. Kann auch viel passieren. Da helfen auch die kleinen Tipps nicht. Finde ich übrigens auch sehr nice. Das ist real, oder? Kommt mir vor wie bei Europcar. Schön. Rant the Lock und dann hier die kleinen Tipps angebracht oder Sixt oder so. Ist schon krass, wie das auch funktioniert tatsächlich mit diesem Vermietungsgeschäft, in dem Fall der Lokomotiven. Sehr interessant. Wir geben mal noch ein bisschen Gas. Beziehungsweise regeln die AFB nach. Auch wenn wir wissen, wir müssen gleich zurück runter auf 60. Und auch hier meine Unwissenheit. Woher weiß ich, wann der Sand wieder ausgeht? Nice, nice. 1 Kilometer, dann wieder auf 60. Heißt, wir reduzieren schon mal. Wir müssen sogar weiter runter. Auf 70, dann bin ich noch gut unterwegs. Oder habe ich was verpasst?
Verlangsamen Sie auf 70. Gleich wieder überfordert. ...60 ist eigentlich nur noch erlaubt. Leistung zu stark. Jo, jetzt auch maximale Steigung. Müssen wir echt aufpassen. Denke ich mir so jedenfalls. Zugbeeinflussung. Sand rein. Wären wir schneller? I hope so. Zieh, Junge, zieh! Mach nur keinen Mist jetzt hier. Ja, ganz knapp. Okay. Cool. Sind wir gut unterwegs. Und können dann auch gleich wieder auf 70 km hoch die AFB einregeln. 18 Kilometer noch. Siefer gedrückt. Läuft wie ein Länderspiel, Freunde. Jetzt würde ich gerne fragen, wie viel Zwangs wir schon hatten, aber wenn ich das tue, dann erwartet uns wahrscheinlich die nächste wie eben, aber die Frage kann ich mir auch schon beantworten. Bisher war es eine. Vorsicht an der Bahnsteigkante, Zugdurchfahrt. So abenddämmerig so ein Stück aus, oder? Dabei ist erst mittags, 12:30. Dann müssten wir jetzt auch auf 70 hochbeschleunigen, genau. Läuft alles einwandfrei. Nochmal der Blick von draußen. So schön. Aber immer viel Schatten am Start. Eine sehr schattige Strecke. Jetzt. Das wären die Thumbnails. Cool. Traktionsprobleme, a little bit. Bei 2,5% Steigung. Aber wir sind Butter unterwegs. So, meine Frau stellt mir hier stillschweigend, wenn ich das Video drehe, einen Zettel hin. 14.35 Uhr Kuchen aus dem Ofen nehmen. Jo, wie soll ich das machen? Da muss ich hier tatsächlich noch einen Videoschnitt einbauen. Oh Mann, ey. Naja, gucken wir mal, was es für Kuchen gibt. Mmh. 16 Kilometer noch. Wir steigen empor. Und es schaut alles echt gut aus. Langer Güterzug. Mit den Kids würde ich natürlich die Waggons zählen, aber die machen alle Mittagsschlaf. Dann zählen wir heute nicht. So, da ist der letzte. Alles klar.
Auch da wieder die Frage, PZB Modus M. Ab wann fahren wir im PZB Modus U? Ich weiß es nicht. Sie fahren. Check. So, Geschwindigkeit. Wir können die AFB nochmal nachregeln. Auf 80 km/h. Nehmen wir die Leistung noch ein bisschen hoch. Ebenfalls auf 80% so. Halte ich für angemessen. Nee, halte ich nicht für angemessen. Nee, 68 ist auch schon zu viel. Krass. 60%. Check. Zieh, Junge, zieh. 14 Kilometer. Wir nähern uns. Und ich sage euch, vergesst es. 14,35 Kuchen rausnehmen. Das wird nichts mit mir. Ich sollte mir einen Timer stellen auf mein Handy, gell? 9 Minuten noch. Sifa. So, Timer. 7, 9 Minuten starten. Ja, aber Übung macht so viel aus bei den Game und tatsächlich, ich schaffe das Spiel ja wirklich dann zu spielen, wenn ich auch gleich eine Videoaufnahme mache, zwecks fehlender Zeit. Also ich habe so nicht irgendwie Übungszeit oder dass ich ein bisschen Tutorials machen kann. Heißt, in Summe habe ich jetzt 30 Folgen, glaube ich, hier auf YouTube von Train Sim World. Und das sind auch meine einzigen wirklichen 30 Spielminuten. Da sind, ja, glaube ich, ein, zwei Streams mit inbegriffen. Und that's it. Also, im Offscreen komme ich nicht dazu. Aber ich muss feststellen, im Verlauf der Zeit einfach, man kriegt ein Stück weit Routine zu gewissen Dingen rein. Das ist schon ganz gut. Jo, klar, und ich übertreibe natürlich weiterhin und stelle mich selbst als Legastheniker dar, um mich da mal so ein bisschen zu befreien von möglichen Patzern und Fehlern euch gegenüber. Aber ich merke schon einen gewissen Fortschritt. Und das ist dann tatsächlich auch eine tolle Sache, das macht Spaß. Da freue ich mich ungemein drüber, dass es in die Richtung geht mit der Zeit. Auch wenn ich mir davon nichts kaufen kann. So, Achtung, Zugdurchfahrt. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Und dann geht es jetzt gleich hoch mit der Geschwindigkeit. Wir können auf 90. Jetzt sind hier die Anzeiger komplett weg. Ist auch mal so die Frage, warum, wieso. Wir gehen mal einfach auf die 90. Kilometer noch. 120 erlaubt, das Schild habe ich erkannt. Was diese Schilder bedeutet haben, weiß ich nicht. Und so geht es dahin mit uns. 120 kann ich weiter hoch reduzieren. Modus M, PZB Modus M, 125 Max, alle Dude. Wo ist mein Amateur-Hut rechts oben für Signal und Geschwindigkeit hin? Ich habe da nichts aus weggedrückt. Jetzt kommt es wieder. 3,9 Kilometer bis zum nächsten grünen Hauptsignal. Guck mal, Bahnübergang auch selten, gell? Im Real Life, wie aber auch hier im Spiel. So, ich kann immer noch keine Angabe erkennen. Jetzt, in 4 Kilometer geht es runter auf 90 km/h. Okay. Und keine 10 Kilometer mehr, Freunde. Und noch 5,5 Minuten, bis der Kuchen im Ofen fertig ist.
Hat es jetzt aufgehört zu regnen? Nee, regnet immer noch. Oder? Ich sehe das gar nicht so. Regnet noch. Jetzt sind wir auch auf dem Gefälle unterwegs. Auch nicht zu verachten, die Thematik. Auch da habe ich schon Erfahrung machen dürfen. Die da lauten Bremsweg und Co. und dennoch bei Nässe. Au wei, au wei. Heißt, Mutter ist die Kiste der Porzellankiste. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Wir regeln die AFB schon mal runter. Damit wir hier in 1,5 Kilometer solide in die 90 km/h Maximalgeschwindigkeit reinrutschen. Läuft. Vorsicht an der Bahnsteigkante, eine Zugdurchfahrt. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind übrigens. No plan. Zugbegegnung. Recht umfangreicher Personenverkehr hier, auf jeden Fall unterwegs. Aber ich habe noch keinen anderen Gütertraffic gesehen, oder? Oder habe ich was vergessen? Ich glaube bisher kein Güterzug wahrgenommen hier, dem wir begegnet sind in irgendeiner Art und Weise. Höchstgeschwindigkeit beginnt in 3 Kilometern. Check. Jo, und ich bin echt froh, dass ich mir das DLC, die Taranta Rampe, jetzt geholt habe. Wie schon letztens im Video gesagt, bei der 612 gab es im Angebot für unter 17 Euro 16,50 oder 16,95. Da dachte ich, kaufe ich. Ist schon okay. So, und dann in 1,5 jetzt runter. Wir haben noch leichtes Gefälle. Ist aber nicht doll, oder? Kann man mit arbeiten, glaube ich. Wir reduzieren die SIFA schon mal. Die SIFA, die AFB. Auf. Zugbeeinflussung. Shit. Was habe ich jetzt wieder verpasst? Na gut, jetzt ist rum. Wir sind ja im Gefälle. Was schon mal lautet, anfahren ist kein Problem. Das passt schon. So, volle Leistung. Wir bremsen mal ganz aktiv mit. Und befreien uns dann. Lösen. Huch. Lösen die Bremse. Und gucken, dass wir dann gleich wieder loskommen. So. Also die AFB macht mich echt schwach hier.
vielleicht damit jetzt nicht noch weiter zu lallen, aber schon wieder. Wenn ich die runter reduziere, weit überhalb der aktuell gefahrenen Geschwindigkeit, dann hat die erstmal einen Aussetzer drin und lässt kurz die Leistung nach. So, ich muss einen Kuchen aus dem Ofen holen, kurze Pause und gleich geht's weiter. So, weiter geht's. Siefer gedrückt, befreien möglich. Wunderbar, es war übrigens ein leckerer, zuckerfreier Bananenkuchen. Duftet ganz gut. Wir dürfen auf 70 km/h wieder hoch. Ja, Zwangsbremsung, ihr seht. Auch wenn ich begeistert bin und sage, ich werde besser, mir fehlt es trotzdem an einigem noch. 3,8 Kilometer bis zum Ziel. Freiberg, Sachsen. Keine Ahnung, ob und wann ich schon mal in Freiberg war. Ich hab's auch schon mal in einem anderen Video gesagt. Schwiegermama schleppt uns schon überall gerne hin. Die wohnen ja in Sachsen. Sächsische Schweiz, wenn wir dazu Besuch sind, ist schon immer mal hier und da viel Wanderei angesagt. Aber ob wir schon in Freiberg waren? Ich weiß nicht. So. Dann könnten wir rein theoretisch gleich noch hoch auf 90 km/h. Oh, hier liegen Äste auf der Fahrbahn. Soll ich das irgendeinen melden? Gedrückt, da sagt er mir nichts, gell? Wir tun mal so, als ob. Habt ihr das gesehen? Da lag eben ein Ast auf dem Gleis. So, und da vorne blinkert's. Zugbeeinflussung. Wir sind noch richtig, oder? Auf 60. Verlangsam auf 70 sowieso. Jetzt bin ich wieder überfragt. Ja, auf was darf ich denn reduzieren? Auf 60 oder 70? Am Signalstand 60. Und hier sagt es mir, verlangsamen Sie auf 70. Hat das was mit dem PZB Modus M zu tun? Nee, ne? Das wäre Quatsch. Ja doch, Überwachungsgeschwindigkeit. Okay, verstehe. Sie fahren. Hunde sind erlaubt. Und wir runter auf 70. Zugbeeinflussung. So, schön wieder alles gedrückt. Eigentlich wollte ich nur Siefer drücken. Passt, 1,5 Kilometer. Jetzt sind wir zu schnell, oder? Zugbeeinflussung. Nee, passt noch. Wir sind irgendwie zu schnell, glaube ich. Mit 70 hier gerade rüber gedonnert oder 60, ist schon hart. Weiß nicht, ob das so im Sinne der Erfindung ist. Zugbeeinflussung. Und auch mit der Befehlstaste komme ich nicht immer klar. 700 Meter noch zum Stehen.
Sifa. Befreiung nicht möglich. Türfreigabe. So soll es denn hier wohl sein, oder? Und auch da meine große Frage mit der AfB uns hier zum Stehen zu bringen, Türfreigabe. Ist wahrscheinlich nicht die richtige Art und Weise. Aber gut, wenn der Laie sich gar nicht besser zu helfen weiß. Leistung nehmen wir mal ein Stück raus. AfB auf 0. Und in dem Fall werden wir hier zum Stehen kommen. Perfekt. Gute Arbeit. Wir können die Waggons zum Sortieren hier lassen, kuppeln sie ab und stellen sie dann die Loks ab. So machen wir es. Was darf ich tun? Wahrscheinlich erstmal hier. Dann erhebe ich mich mal kurz und deaktiviere mal die AfB und Gänze. AfB. Und dann gehen wir mal abkuppeln. So. Die Leistung war gar nicht draußen. Ja, auch nice. Oder auch nicht. Muss ich jetzt eigentlich jemanden kontaktieren oder geht es so? Mit Befehl. Ich glaube, das geht so mit Befehl, oder? Zugbeeinflussung. Wenn es denn überhaupt nötig gewesen wäre. Mein Verständnis sagt ja. Jetzt bloß kein Mist bauen auf die letzten Meter hier. Nicht zu früh. Guck mal, das finde ich aber auch hart. Ist schon ganz schön gefährlich so, oder? Aber die Weiche wird anders gestellt sein. Das wäre ja sonst Quack. Haben wir hier eine Außendarstellung? Nur das sieht man hier jetzt nicht. Doch. Man sieht's. Dass die Weiche so gestellt ist, dass da nicht viel passieren kann. Okay, was müssen wir tun? Wir müssen auf die andere Seite. Sollte ich dann erstmal hier... Gehe ich einfach so auf die andere Seite? Oder fahre ich rückwärts? Ich glaube, der will sogar, dass ich rückwärts fahre. Muss ich hier noch irgendwas stellen? Nee, ne? Das macht ja auch alles allein. Dann fahren wir mal rückwärts.
Ja, läuft. So, kann man so stehen bleiben? Hat er ein Problem damit? Nee, gut gemacht. Sehen wir uns an, wie sie abgeschnitten haben. Freunde, vielen lieben Dank fürs Reinschalten. Wir haben es geschafft. Zwei Zwangsen, okay. Und ich hätte nicht gewusst bis hierher, wie ich sie hätte verändern können. Wir werden mir das Video selbst nochmal anschauen. Sag, wenn noch nicht geschehen, lasst unbedingt nur sehr gerne ein Abo da. Jedenfalls freue ich mich auf eure Likes und Kommentare. Ich hoffe, ihr seid gesund. Wenn ja, dann bleibt es mir auch ja gesund oder werdet gesund. In dem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao, baba. Bis zum nächsten Video. Der Checko. Servus.